Herzlich willkommen im Roten Foyer im SPÖ-Parlamentsclub. Wir hören heute eine Pressekonferenz der SPÖ-Bundespartei und Clubvorsitzenden Dr. Pamela Rendi-Wagner zur leider sehr besorgniserregenden aktuellen Corona-Entwicklung in Österreich. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Kommen. Leider wieder zum selben Thema, die aktuellen Corona-Entwicklungen in Österreich. Die Corona-Situation hat sich leider in den letzten Tagen in Österreich sehr zugespitzt. Die ganz aktuellen Zahlen geben einen neuen Höchststand, was die Neuinfektionen betrifft, aus von 15.145 Neuinfektionen, 55 Covid-Tote die letzten 24 Stunden und 498 Menschen, die mit Covid derzeit auf Intensivstationen in Österreich liegen. Die Dynamik ist enorm. Und sie ist besonders hoch in einigen Bundesländern in Österreich, in Salzburg und in Oberösterreich. Und in Salzburg droht bereits jetzt eine Situation, dass Salzburg nicht mehr imstande ist, schwer erkrankten Patientinnen und Patienten, seien es Covid-Patienten oder andere Patientinnen und Patienten, eine adäquate medizinische Versorgung zu gewährleisten. Das droht bereits jetzt. Sie haben vor 2 Tagen eine Überlastungsanzeige an die Landesregierung abgegeben, die Ärztinnen und Ärzte, und das sagt genau das aus. Wir sehen, die Dynamik der Neuinfektionen ist weiter hoch. Das heißt, die Zahlen steigen weiter, und das heißt auch, dass sicher in den nächsten Wochen die Zahl der Menschen, die in Krankenhäusern versorgt werden müssen und auf Intensivstationen versorgt werden müssen, weiter steigen werden. In Salzburg, in Oberösterreich, in ganz Österreich. Ganz ähnlich dramatisch wie in Salzburg ist die Situation in Oberösterreich. Auch dort haben sich in den letzten Tagen die Krankenhäuser und Intensivstationen gefüllt. Ich bin überzeugt, Sie kennen alle den aktuellen Bericht des Covid-Konsortiums. Da halten die Experten eines ganz klar fest: Das Bremspotenzial der Maßnahmen ist unzureichend und eine nachhaltige Senkung der Inzidenzen kann so nicht herbeigeführt werden. Und gleichzeitig zeigt sich in den Daten auch, so das Konsortium, ein überproportionaler Anstieg der Corona-Toten in den letzten Wochen. Nur eine Zahl: In den letzten 7 Tagen verstarben insgesamt in Österreich 234 Menschen an Corona. Das heißt eines, nämlich dass die Maßnahme wie 2G, die ja seit 10 Tagen seitens der Bundesregierung gesetzt wurde, offenbar nicht den erhofften Inzidenzrückgang gebracht hat. Auch die anderen Maßnahmen wie Lockdown für Ungeimpfte und dergleichen haben nicht dazu geführt, dass die Inzidenzen sinken bzw. stagnieren. Und das heißt, dass die gesetzten Maßnahmen unzureichend sind. Das bestätigen alle Expertinnen und Experten und das bestätigen auch die aktuellen Corona-Zahlen. Was tun? Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Erstens, die Bundesregierung schaut zu und wartet mal ab, lässt quasi dem Virus den freien Lauf und hofft auf eine natürliche Abflachung der Infektionskurve in einigen Wochen. Da muss man aber auch sagen, was das bedeutet. Das bedeutet in diesen Wochen unermessliches Leid, das heißt sehr viele Schwerkrankte und das heißt sehr viele Tote. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, nämlich die Regierung handelt, spät aber doch. Um was zu tun? Um Menschenleben zu retten und Sterben zu verhindern. Sehr geehrte Damen und Herren, die Bundesregierung darf und kann nicht länger zusehen, dass Menschen in Salzburg und in Oberösterreich sterben, nur weil sie keine adäquate medizinische Versorgung in den Spitälern oder auf den Intensivstationen erhalten. Das darf nicht passieren. Und dieses Sterben kann die Bundesregierung nur verhindern durch einen sofortigen, kompletten Lockdown in Salzburg und in Oberösterreich. Nur so kann die Gesundheit dort geschützt werden und Menschenleben gerettet werden. Die Bundesregierung muss sofort die Notbremse ziehen
Und zwar nicht erst ab nächster Woche, wie wir seit einer halben Stunde von Landeshauptmann Stelzer gehört haben, sondern sofort. Ab morgen braucht es die Notbremse für Salzburg und Oberösterreich. Darüber hinaus sehen wir aber auch, dass in anderen Bundesländern die Zahlen sehr dramatisch und signifikant in den letzten Tagen gestiegen sind. Und es sind derzeit 5 Bundesländer in Österreich, die eine 7-Tages-Inzidenz von über 1.000 ausweisen. Über 1.000, das ist eine sehr hohe Zahl. Das müssen wir ernst nehmen. Und sollte sich diese österreichweite Entwicklung in den nächsten 48 Stunden nicht entschärfen, ist die sicherste Variante, um die österreichischen Spitäler vor einem Kollaps zu bewahren, um Menschenleben zu retten, ein bundesweiter, kompletter Lockdown. Eine Dauer von 2 Wochen sehe ich hier als das Minimum an. Sie wissen, leider haben wir da Erfahrung, wie das ist. Das wird laufend monetiert von den Experten und sollte dann auch weiter entschieden werden, ob 2 Wochen hier ausreichend sind. Ich bin mir bewusst, dass das keine populäre Maßnahme ist. Aber Sie wissen auch eines, dass ich seit Anbeginn dieser Pandemie dafür stehe, auch Unpopuläres zu sagen, nämlich dann, wenn es notwendig ist, für einen Weg der Sicherheit und der Ehrlichkeit stehe. Und das tue ich auch jetzt, indem ich diesen Weg als die sicherste Variante einfordere beziehungsweise an die Bundesregierung diesbezüglich appelliere. Ich wünsche mir diesen Weg nicht. Ich habe ihn mir nie gewünscht. Und ich bin von einem überzeugt, diese dramatische Entwicklung und die Tatsache, dass wir in Österreich zum 4. Mal diese Lockdown-Frage stellen müssen, diese Situation hätte vermieden werden können und sie hätte vermieden werden müssen. Aber eines muss uns auch bewusst sein. Es wird nicht die letzte Corona-Welle für Österreich gewesen sein. Corona kommt in Wellen, es verändert sich laufend, das Virus. Und so werden wir auch neue Wellen wieder vor uns haben nach der Bewältigung dieser 4. Welle. Und deswegen muss diese Phase des Herunterfahrens jedenfalls genützt werden. Jedenfalls genützt werden seitens der Bundesregierung, um endlich die schützende österreichweite Impfrate von Minimum 80% in den nächsten Wochen zu erreichen. Diese Phase muss genützt werden. Wir haben derzeit eine tägliche Erstimpfzahl von 20.000 Erststichen. Das ist zwar erfreulich, dass die angestiegen sind, aber es ist noch immer viel zu wenig. Diese Zahl müsste sich verfünffachen. Wir brauchen täglich 5-mal so viele Erststiche, wie es derzeit der Fall ist, um in den nächsten 1 bis 2 Monaten die 80- und noch besser 90-prozentige Durchimpfungsrate zu erreichen und damit besser gewappnet zu sein für künftige Wellen, um künftige Corona-Wellen auch besser kontrollieren und bewältigen zu können. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund der sehr stark und dramatisch steigenden Corona-Zahlen darf die Bundesregierung nicht mehr zusehen. Sie darf auch keine Zeit verlieren. Für Salzburg und Oberösterreich sehe ich jetzt keinen anderen Weg als einen kompletten Lockdown ab sofort, das heißt ab morgen in der Früh. Sollte sich die österreichweite Corona-Entwicklung in den nächsten 48 Stunden nicht entschärfen, ist die sicherste Variante ein österreichweiter kompletter Lockdown, ein bundesweiter Lockdown. Sie wissen, es ist mir vollkommen bewusst, es ist eine unpopuläre Maßnahme, aber sie ist leider notwendig. Sie hätte vermieden werden können, aber es gilt, das zu tun, was notwendig ist und nicht das, was populär ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen nun zu Ihren Fragen. Die Zeit im Bild, Herr Titelbacher, bitte. Dankeschön. Frau Rindi-Wagner, die Regierung hat sich sehr lange gegen eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Gestern gab es da Änderung in der Position rund um den Ministerrat herum. Es gab zumindest die Aussage, man würde jetzt darüber nachdenken und darüber sprechen. Sie waren da auch immer sehr skeptisch und kritisch, aber angesichts der Situation, wie sie derzeit ist, wie sehen Sie das? Wäre eine allgemeine Impfpflicht vielleicht das Vehikel, um die Impfrate anzuheben?
Also eines vorweg, bevor ich die Frage beantworte, eine allgemeine Impfpflicht hilft uns nicht, diese vierte Welle zu brechen und akut die Situation zu entschärfen. Das muss jetzt auch mal gesagt werden, aber es ist natürlich mittel- und langfristig die Hebung der Impfquote ein ganz wichtiges Instrument. Die allgemeine Impfpflicht ist zweifelsohne ein ganz heikles, es ist ein schwieriges Thema und ich glaube, vor einem halben, dreiviertel Jahr waren viele Expertinnen und Experten und auch ich klar der Meinung, dass wir uns dagegen positionieren, weil es möglich sein muss, über andere Methoden wie Anreize, wie Vertrauen, wie Impfkampagnen eine Steigerung der Impfrate gegen 80 oder Richtung 80-90% zu erreichen. Das ist den westeuropäischen Ländern gelungen, es ist Österreich nicht gelungen. Und das ist doch die Ursache oder eine der Hauptursachen für diese vierte Welle. Aber angesichts dieser dramatischen Entwicklungen der letzten Tage und Wochen in Österreich wird man auch über dieses Thema diskutieren müssen. Aber ich denke, vorher sollten alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um eine Impfrate von 80-90% zu erreichen, ohne Zwang. Aber angesichts dieser Entwicklungen wird eine Diskussion zu führen sein. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? ATV, bitte. Ein paar Fragen. Das erste, weil Sie gerade gemeint haben, man müsste darüber diskutieren. Jetzt hat die Regierung ja mit der 2G-Regel in Wien dieses Wochenende zumindest noch die 2G-Plus-Regel. Das heißt, Ungeimpfte, wir haben sogar einen Lockdown für Ungeimpfte, Ungeimpfte werden eh schon überall ausgesperrt, wo es irgendwie möglich ist und das wirkt anscheinend trotzdem nicht, jedenfalls nicht schnell genug. Was wäre denn sonst noch möglich außer einer Impfpflicht, wenn Sie meinen, die Regierung muss hier Maßnahmen setzen, um die Impfquote zu erhöhen? Würden Sie da eher denken an, weiß ich nicht, Impfzucker, dass jeder Geimpfte ein Geld bekommt oder was wäre denn noch möglich? Dann eine weitere Frage. Lockdown für ganz Österreich bedeutet auch, dass die Schulen ins Distance Learning gehen, weil Sie ja lange gemeint haben, dass das ein besonders heikler Bereich ist, aber auch da heute sehr, sehr viele positive PCR-Tests reingekommen sind, 3.500 in etwa. Also Schule in Distance Learning wie bei bisherigen Lockdowns. Und dann meine dritte Frage. Der Komplexitätsforscher Peter Klimak hat gestern in Wien heute gemeint, dass im Bundesland Wien, weil dort die Maßnahmen länger schon strenger waren, dass vielleicht ein leichterer Lockdown reichen könnte, also eine nächtliche Ausgangssperre und das Verbot von größeren Veranstaltungen. Das heißt, Sie wollen aber auch für die, unter Anführungszeichen, für die Bundesländer mit niedrigerer Inzidenz die gleichen Maßnahmen. Erste Frage, wie kann es gelingen, die Impfrate zu heben? Da wurden sehr viele Maßnahmen einmal gesetzt, um Druck auszuüben, da haben Sie recht, 2G bzw. Lockdown für Ungeimpfte. Ob das zum Erfolg führt, das wage ich zu bezweifeln, das sehen wir auch, dass es nicht ausreicht. Aber es gibt natürlich Maßnahmen wie Anreize setzen, den betroffenen Ungeimpften schreiben, Einladungen zuschicken mit einem konkreten Impfdatum und ich bin sehr froh, dass Stadt Wien das sofort umgesetzt hat. Ab heuer oder ab dieser Woche gibt es Einladungsschreiben, die ein konkretes Impfdatum den Betroffenen vorschlagen. Das ist eine Anreizmethode, um die Leute schneller zum Impfen zu bekommen. Und da braucht es Kampagnen, da braucht es wirklich einen großen gemeinsamen Kraftakt. Und das ist der Fantasie, habe ich gesagt, immer keine Grenze gesetzt. Also da braucht es Expertinnen und Experten, um in den nächsten ein, zwei Wochen sich wirklich was einfallen zu lassen. Und das ist Aufgabe der Bundesregierung, diese Impfrate jetzt in den nächsten Wochen zu heben. Und sollte das Herunterfahren notwendig sein, muss diese Zeit intensiv genutzt werden. Was das Thema Schule betrifft, so ist es eine sehr, sehr schwierige Frage. Keine Frage. Grundsätzlich bin ich der Meinung und war immer der Meinung, dass die Schulen so lang wie möglich offen bleiben müssen. Weil das Schließen von Schulen, das Distance Learning ja mit erheblichen Kollateralschäden für die Schülerinnen und Schüler und für die Familien einhergeht. Allerdings weiß ich auch, dass man in dieser Pandemie nichts ausschließen kann und ich denke, da braucht es jetzt die Expertinnen und Experten und da baue ich auf die Expertinnen und Experten, diese schwierige Entscheidung jetzt zu treffen, ob das jetzt in dieser Welle notwendig ist, um die Welle zu brechen. Dritte Frage, Wien. Ich glaube, es ist der Bürgermeister selbst, der sich wiederholt für bundesweit einheitliche Maßnahmen ausgesprochen hat. Und man darf ja eines nicht vergessen, Wien ist eine Millionenstadt, die aber tagtäglich von Hunderttausenden Menschen aus anderen Bundesländern besucht wird, sei es aufgrund der Arbeit oder aufgrund von Freizeitaktivitäten. Und aufgrund dieser
Wanderungen ist natürlich auch kein Bundesland abzuschoten. Das ist schon einmal eine Schwierigkeit, wenn man ein Bundesland ausnehmen würde. Aber Sie haben recht, die Entwicklung in Wien, aber auch im Burgenland und in der Steiermark ist etwas anders als im Rest von Österreich. Aber auch hier steigen die Zahlen dramatisch. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite? OE24, bitte. Die Anhebung der Impfquote auf 80% wird immer wieder als die einzige singuläre Maßnahme zur Pandemiebekämpfung ins Treffen geführt. Die WHO sagt mittlerweile anderes, dass das keine einzelne singuläre Maßnahme sein kann, die den Weg ebnet. Gleichzeitig hören wir, dass bei der derzeit grassierenden und vorherrschenden Delta-Variante der Impfschutz der momentan verfügbaren Impfstoffe nicht gegeben ist, beziehungsweise es keine Datenlage dazu gibt. Zuletzt auch der Virologe Drosten, auch die Impfhersteller sagen auf Nachfrage, dass es dazu keine Datenlage gibt. Dennoch wird diese singuläre Maßnahme immer wieder ins Treffen geführt. Andere Möglichkeiten, medikamentöse Behandlung und so weiter, hört man eigentlich überhaupt nicht. Und wir sind auch schon mitten in der Debatte um eine Impfpflicht. Warum wird das andere Spektrum dieser Diskussion fast konsequent ausgeblendet? Danke. Na, ich gebe Ihnen recht, Therapie und Behandlung muss natürlich die zweite große Schiene sein. Da ist auch die Regierung gefordert, neueste Therapeutika in Europa anzuschaffen und hier am letzten Stand zu sein. Das habe ich auch wiederholt gesagt in der Vergangenheit. Aber was die Public Health Maßnahmen betrifft, die Prävention, weil Therapie und Behandlung kommt ja immer erst, wenn man einen Erkrankten hat. Und Vorsorge ist immer besser als Nachsorge. Das heißt, die Prävention im Sinne einer Impfung, einer schützenden Impfquote von 80 und besser sogar noch 90% der Gesamtbevölkerung ist, Sie haben recht, nicht die einzige, aber die Schlüsselmaßnahme in der Bekämpfung jeglicher Infektionskrankheit, so auch von Corona. Und dass die Wirksamkeit gegen die Delta-Variante nicht bewiesen ist, stimmt nicht. Stimmt einfach nicht. Das ist die Virusausscheidung bei Geimpften. Die können zwar, und das haben wir immer gesagt, auch die Expertinnen und Experten, die können zwar angesteckt werden, aber sie geben das Virus nur zu einem Drittel so häufig weiter wie Ungeimpfte. Auch das ist wichtig. Und sie erkranken zu 10%, maximal 30%. Das ist abhängig vom Abstand zur letzten, zur Zweitimpfung. Und deswegen war ich die Erste, die appelliert hat für einen raschen dritten Stich nach der zweiten Impfung, Freigabe für alle 4 Monate nach der zweiten Impfung, damit es zu keinem Antikörperabfall kommt, der dann die Wirksamkeit dieser Impfung natürlich auch dementsprechend reduziert. Aber die Wirksamkeit ist nachgewiesen. Was nicht sichergestellt ist, wie das mit künftigen Varianten des Virus ausschaut, da gibt es also die Mu-Variante, die auf uns zukommt, aber hier gibt es zumindest einmal schon positive Hinweise, dass zumindest auch eine Teilwirksamkeit gegeben ist. Entschuldigung, können wir das bilateral vielleicht dann die Studie? Können wir gerne besprechen, danke. Ja. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann bedanken wir uns sehr herzlich für Ihr Kommen und ich schließe die Pressekonferenz. Vielen Dank.